Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Nachdem wir in den letzten beiden Jahren mit unserem Campervan entlang der alten Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren sind, erkunden wir nun Europa. Aktuell sind wir in Frankreich unterwegs und haben in den letzten Wochen unter anderem den faszinierenden Mont Saint-Michel besucht, tolle Städte wie Bordeaux, Honfleur und La Rochelle erkundet, magische Sonnenuntergänge an traumhaften Stränden genossen und uns so sehr festgefahren, dass wir ohne Hilfe nicht mehr rausgekommen sind. Im heutigen Video geht uns das Gas aus, nehmen wir euch mit zur Dune du Pilat, der größten Wanderdüne Europas, erkunden im Anschluss die Strandpromenade von Arcachon, fahren dann die Atlantikküste weiter Richtung Süden und legen dabei den ein oder anderen Stopp an tollen Stränden ein. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zu begleiten, bleibt dran! Los geht's! Wir haben festgestellt, dass unsere Gasflasche leer ist. Und zwar unsere zweite Gasflasche jetzt auch. Die erste hat schön 6 Wochen gehalten und wir hatten gehofft, dass es die zweite auch schafft. Dann wären wir ungefähr wieder zu Hause gewesen und hätten sie nochmal tauschen können. Aber die zweite ist jetzt schon nach dreieinhalb Wochen leer gegangen. Gut, wir mussten ein bisschen mehr heizen, deswegen ehrlicherweise ja, war es vielleicht auch ein kleines bisschen zu erwarten. Und ja, an Kaffee machen war vorhin nicht mehr zu denken. Und damit wir keine Nacht bei 5 Grad Temperatur verbringen müssen, haben wir uns jetzt direkt um eine Lösung gekümmert. Und zwar haben wir ein bisschen recherchiert. Gasflaschen auffüllen ist in Frankreich eigentlich nicht möglich. Also ich würde sagen, es ist unmöglich. Es scheint noch nie irgendjemand mal geschafft zu haben, eine deutsche Gasflasche hier aufzufüllen oder auszutauschen. Und was wir deswegen jetzt gemacht haben, ist, uns eine französische Gasflasche zu besorgen. Ist das aufgegangen? Die 14? Ist eine aufgegangen? Ja. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass sie ins Auto passt. Und geht's? Wir werden sehen. Woohoo! Yes! Sehr gut. Das ist gut. Ja, cool. Ja, das war jetzt dann zumindest doch einfacher als befürchtet. Richtig, richtig gut. Wenn man hier in Frankreich schon keine Propangasflaschen auffüllen lassen kann und eben natürlich auch keine deutschen tauschen kann, dafür gibt es hier eben an ganz, ganz, ganz vielen Orten, an jeder zweiten Tankstelle, an Supermärkten, an Baumärkten, französische Propangasflaschen zu kaufen. Das ist hier, glaube ich, so weit verbreitet noch, weil hier noch viel mit Gas gekocht wird, auch zu Hause. Naja, und deswegen sind wir jetzt hier zum nächsten Anbieter gefahren. Die erste Tankstelle hatte keine mehr, keine 13 Kilo Propan, aber jetzt hier war so ein Selbstbedienungsautomat, der 24/7 auf hatte. Hier haben wir jetzt eine Flasche gekauft, 36,90 Euro haben wir dafür bezahlt und eigentlich müssten wir dann auch nochmal irgendwie, ich glaube, 9 Euro Pfand zurückkriegen, wenn wir sie wieder abgeben, wenn wir aus Frankreich rausfahren. Das Anschließen hat gut funktioniert, wir haben ja eh schon immer so ein Euro-Füll-Adapter-Set dabei, das brauchten wir jetzt hier auch, D4. Das ist der Adapter, falls ihr euch das fragt, von Deutsch auf Französisch, beziehungsweise andersrum. Ja, und damit die 13 Kilo Flasche hier aus Frankreich noch in unseren Gaskasten passen konnte, mussten wir eben eine unserer Flaschen rausnehmen. Die haben wir jetzt unter unserer Dinetten-Sitzbank verstaut. Da ja, ist sie nicht im Weg und ich denke, das ist auch fein für 3 Wochen. Sie ist ja eh leer. Und ja, jetzt haben wir wieder Gas und müssen nicht frieren. Yay! Tja, wo sind wir? Bei der Dune du Pilat. Was ist das? Eine sehr große Sanddüne. Eine sehr große Sanddüne? Ist vielleicht die größte Sanddüne Europas? Das könnte sein, ja. Oder ist es einfach nur ein großer Sandhaufen und Spielkasten? Auch. Okay, ja. Wir gucken mal. Ja. Ja.
Treppe. Es gibt eine Treppe. Das wird anstrengend. Das wird anstrengend, ja. Und ein Geheimtipp ist die Dune du Pilat nicht. Das kann man auch schon sagen. Kann man sagen, ja. Das war zu erwarten. Ja. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie weird, hier durch den Wald zu laufen. Und hier ist einfach so Sand, als hätte jemand hier hingeschüttelt. Na, wird dir schon warm? Ja. Ein gutes Workout. Ja, das geht in die Beine. Was meinst du? Ja. War ganz schön anstrengend. Ja, aber sieht mega geil aus. Aber super schön. Ist ja. Richtig, richtig cool. Ja. Windig, kalter Wind. Ja. Aber super schön in alle Richtungen. Ja. Bist du auf einer Arktik-Expedition am Strand? Ja, lieber doch. Lass sie mich weiter expeditieren. Ja, mach ich. Der Wind ist wirklich derbe kalt. Das ist richtig, richtig frisch. Aber ziemlich schön. Ich befürchte, ich kann die Drohne nicht in die Luft schicken, weil ja, so stark wie der Wind ist. Na gucken, vielleicht traue ich mich. Wie oft soll ich jetzt hier noch hoch und runter laufen? Danke. Wie ein Model. Wie ein Model. Ich würde sehr ungern in der Wüste leben. Warum? Das wäre mir zu anstrengend. Das kann ich verstehen. Ja. Da hinten ist das Kap Verret. Das ist, wo wir vor. Wie lange ist es her? Ein paar Tage, weiß ich nicht. Woche? Zwei? Woche. Waren. Gut zu erkennen am rot-weißen Leuchtturm. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mama, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Don't look.
have a toast for those lost old eyes. Und? Wie fandest du es? Schön. Wie findest du es? Es ist ja noch. Danke. Ich finde es sehr schön. Es ist ein bisschen kalt, leider. Der Wind ist ein bisschen kalt. Ja. Deswegen gehen wir jetzt zurück zum Auto, glaube ich. Ja. Da war nämlich Kuchen auf uns und Kaffee. Ja. Ein paar glückliche Hunde. Kannst auch rutschen. Die rutschen gleich automatisch. Ja, ist doch gut. Ich hab ein bisschen Sand in den Schuhen. Run, run, run! Ich hab ein bisschen mehr Sand in den Schuhen. So ungefähr ein halbes Kilo. Ich habe keine Treppe. Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe eingezeichnet war sie auf der Karte und ich habe Bilder davor gesehen. Und ehrlicherweise, ich glaube auch auf Google Maps Satellite View sie gesehen zu haben. Ja, kein großes Missverständnis. Da! Treppe. Wo ist diese Treppe? Ja, wenn hier alles abgesperrt ist, dann ist sie vielleicht... Ja, hier wird halt gebaut, aber trotzdem. Ich meine, wir sind doch oben überall rumgelaufen, man müsste die doch da sehen. Jetzt bauen die den Zugang dahinter, oder? Verstehst du? Ja, aber von oben hätte man die doch sehen müssen. Ja, vielleicht. I don't know. Ja, jetzt zeig mal her deine Schuhe. Wolltest du die mit nach Hause nehmen? Da ist noch ein bisschen mehr drin. Da war nicht alles. Wolltest du die Düne mit nach Hause nehmen? Ja. Ich dachte, wir könnten gut noch ein bisschen Sand gebrauchen. Ja, kann man immer gebrauchen. Ja. Wenn wir mal was bauen wollen. Genau. Sehr guter Bausand nämlich. Ja. Ist ja bekannt. Als Bausubstanz ja. 1A. Wir haben die Treppe gefunden. Ja. Die liegt hier. Da kann man sie nicht benutzen. Da liegt sie gut. Ja. Danke. Ja, stark. Gut zu wissen. Ja. Hätten wir vielleicht nicht im Rucksack transportieren sollen. Mist. Aber die schmecken bestimmt trotzdem noch ja, geil. Ja, er hat nichts am Geschmack. Die Törtchen haben wir nämlich gestern in Bordeaux gekauft bei einem Bäcker, den uns eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von uns empfohlen hat, die da mal ein Auslandssemester gemacht hat. Und ja, da waren wir dann gestern und konnten uns kaum entscheiden, weil die so viele leckere oder lecker aussehende Sachen hatten. Und ja, jetzt probieren wir die Kuchen. Ich esse das einfach so, okay? Okay. Ich liebe Törtchen. Boah, schmeckt das richtig geil. Die Himbeeren auch. Okay, kann ich deinen auch noch? Nein. Danke. What's the plan? Wir sind jetzt in Arcachon. Und hier laufen wir ein bisschen rum. Machen einen kleinen Spaziergang am Strand. Und gucken mal. Okay, ich komm mit. Okay. Los. We'll be right back.
Ja, das ist was, was wir immer ganz gerne machen, wenn wir in Städten unterwegs sind. Dann schauen wir auf die Immobilieninserate und kommen ein bisschen ins Träumen und schauen, ob wir uns irgendeine Wohnung oder ein Haus am Strand leisten können. Spoiler können wir nicht. Ja, bisher war noch keins dabei. Wir suchen weiter. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben hier übernachtet auf dem Stellplatz, auf dem wir auch schon geschlafen haben, nachdem wir uns Bordeaux angeschaut haben. Der liegt zwischen Bordeaux und Arcachon. Und hier haben wir gestern tatsächlich auch einen kompletten Regentag jetzt ausgesessen. Das passiert ja in dieser Jahreszeit immer mal wieder. Aber heute ist perfektes, traumhaftes Wetter. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel. Und das wollen wir nutzen, um jetzt weiter die Küste runterzufahren, immer weiter Richtung Süden. Und ja, werden so ein bisschen von Strand zu Strand fahren und uns einfach ein bisschen treiben lassen und mal schauen, wie weit wir kommen. Los geht's! Wenn wir schon bei so einem Wetter so nah an der Düne vorbeifahren, dann will ich die noch mal bei gutem Wetter filmen. Wir sind jetzt in Biscarrosse, das ist ein bekannter Ferienort. Es gibt mehrere Seen hier in der Umgebung und dann gibt es den Strand, an dem wir jetzt hier sind. Hier ist ungefähr nichts los, was natürlich daran liegt, dass November ist. Aber wir gucken uns jetzt den Strand mal ein bisschen an und gehen ein bisschen spazieren. Ich finde es auf jeden Fall schon mal geil, dass es hier Beachvolleyballfelder gibt, einfach so. Das gefällt mir. Sommerfeeling hier nicht nehmen. Das nimmt dir doch auch keiner. Doch, das Wetter. Die Temperatur. Ja, aber ist so geil, das Wetter. Also das ist kalt, Wetter ja. Ist gut. Aber ist super schön. Ja, das ist gut. Ja,
Das ist ein ganz schön großes Haus. Ja, eine geile Lage. Ja. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. Eyes blue like the ocean. Ja, das ist ein super schöner Strand, kilometerlang in alle Richtungen, ja. Und auch nur super wenig bebaut, was natürlich irgendwie an dieser Dünenlandschaft liegt. Super schön. Ich glaube, im Sommer ist hier ordentlich was los, aber jetzt. Ja. Ja. Mega. Toll. I did it. You did it? Was genau? Von hier. Ja, hier laufen. Toll, ich bin stolz auf dich. Danke. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that it's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. 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 Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da kommt eine dunkle, dunkle, große, dicke Wolke. Ja. Und bevor sie hier gleich die Sonne verdeckt, schauen wir uns jetzt noch den nächsten Ort an. Mimisan Plage. Mimisan Plage, ja, der Strand hier. Ja. Und ja, mal gucken. Wir sind jetzt eine Stunde in den Süden gefahren mit so einem großen Schlenker, weil da irgendwie ein Militärgebiet dazwischen ist. Los geht's. Mhm. Ja, natürlich habe ich dran gedacht, das Auto abzuschließen. Also ich vergesse nie, das Auto abzuschließen, aber ich habe immer Angst, dass ich es vergesse und deswegen muss ich ganz, ganz häufig nochmal prüfen. Du vergisst, ob du es abgeschlossen hast. Ja, so kann man. Ich vergesse, ob ich es abgeschlossen habe. Naja, aber es ist noch nie passiert, dass ich es vergessen habe, glaube ich. Doch. Ja? Gestern? Vorgestern? Hast du gedacht, du hast schon gedrückt oder hast du noch mal gedrückt oder was? Ja, aber solange ich ja dann prüfe. Das ist ja okay. Ja, nein, wir sind noch nie weggegangen. Und das nee, 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 nee. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason, still I'm hoping we'll be... Das war's. Da ist sie weg. Schön war's. Ja. To figure themselves out, but I want to close, and I still... Ich bin Forscher. Du bist ein Forscher? Was forschst du? Muscheln. Muscheln? Ja. Wie heißt diese Fachrichtung? Muschelforscher. Mach coole Tricks. We'll be right back.
Hätte noch ein bisschen länger schön sein können. Girl, every time I close my eyes, I see your smile in the morning light. And girl, every time I hear that song that we used to call our home, it all comes back again. I don't understand it, somehow I didn't see. It took me far too long to realize. Yeah. Und seitdem gibt es die, da wurden die USA entdeckt dann, ne? Wenn man das erste Mal den Atlantik überqueren wollte. In ein Flugzeug. Ach so, in ein Flugzeug. Da ist doch auch ein Bild. Ja, das habe ich nicht gesehen. Mit einem Kanarienvogel. Mit einem Kanarienvogel? Ja, aber so Kanarie. Ich glaube, ich wiederhole mich total, aber ich finde es super schön hier. Echt cool. Also ich kann mich hier reinversetzen, im Sommer hier in der Badeshorts am Strand zu liegen. Nachdem wir in Biscarros und im Mimisan waren, sind wir hier hingefahren nach Biarritz. Richtig, nach Biarritz. Und hatten leider einfach richtig Pech mit dem Wetter. Es hat mehrere Tage durchgeregnet. Ja, ich glaube fünf Tage lang Regen. Absoluter Wahnsinn. Wirklich, also wir haben uns kaum aus dem Auto rausbewegt. Wir waren eigentlich die ganze Zeit drin und war auch okay, weil wir am neuen Video gearbeitet haben. Aber jetzt ist die Sonne rausgekommen. Endlich, nach fünf Tagen Regen. Ey, jetzt der Horror. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir gucken uns jetzt mal die Stadt an. Ja, wir haben uns schon ein bisschen hier umgeguckt an dem Tag, als wir hier angekommen sind. Ja. Und es sah super, super schön aus. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es hier jetzt weiter aussieht. Und wir sind auch schon ein bisschen durch die Stadt gefahren in den letzten Tagen, weil dadurch, dass es nur geregnet hat, haben wir natürlich keinen Solarstrom gemacht. Deswegen sind wir, also wir stehen jetzt hier gerade auf einem offiziellen Stellplatz, ja, relativ nah am Meer. Ja. So ein Bezahl-Campingplatz, Stellplatz für 7 Euro die Nacht, weil freistehen ist hier in Biarritz ja kaum möglich, ungern gesehen. Und ja, deswegen haben wir jetzt einfach das gemacht. Und ja, weil wir keinen Strom hatten, sind wir zwischendurch auf einem anderen Platz gefahren
mit einem Stromanschluss, wo wir dann irgendwie 12 Euro gezahlt haben für zwei Nächte. Das war dann auch völlig fein. Und ja, alles, was wir währenddessen von der Stadt gesehen haben, war sehr, sehr schön, halt komplett regnerisch. Ja, und meistens dunkel. Ja, meistens dunkel, ja. Aber jetzt ja, ist es soweit und wir schauen uns Biarritz endlich richtig an. Aber das seht ihr erst in der nächsten Woche. Ganz lieben Dank fürs Zugucken. Ganz lieben Dank auch für alle eure Kommentare und Nachrichten, die wir so bekommen. Das freut uns immer wirklich sehr. Ja. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Kanal und gebt dem Video ein Like. Das würde uns sehr, sehr freuen. Genau. Und ich würde sagen, bis nächsten Sonntag. Ciao.